Herzlich willkommen bei der Firma Vegan in Rasdorf. Wir sind heute hier und sprechen über den technischen Systemplaner. Mit dabei habe ich William und Tobi. Die machen gerade die Ausbildung bei uns zum technischen Systemplaner. Und ja, wir werden euch die Erfahrung von den beiden mitbringen und natürlich auch die Voraussetzungen, die der Beruf fordert, sage ich mal. Und ich würde starten damit einfach, dass ihr euch ganz kurz vorstellt. William, vielleicht fängst du an. Also ich bin der William. Ich bin jetzt im ersten Lehrjahr hier, habe letztes Jahr im Sommer begonnen. Ich bin der Tobias und bin jetzt im zweiten Ausbildungslehrjahr. Okay, Frage geht an euch beide. Was habt ihr vor der Ausbildung bei Vegan gemacht? Schulisch oder schon beruflich irgendwo reingeschnuppert? Also bevor ich hier angefangen habe, meine Ausbildung zu machen, habe ich die 11. Klasse beendet und ja, war auf dem Gymnasium. Okay, Tobi, du? Ich habe die Realschule beendet. Kommen wir zu den Voraussetzungen. Das heißt, wenn ich jetzt vor der Ausbildung stände, würde den technischen Systemplaner ins Auge gefasst haben, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten müsste ich mitbringen, damit ihr sagt, okay, der Beruf passt oder ich werde auch erfolgreich in dem Beruf? Also ich würde sagen, hauptsächlich muss man gute mathematische sowie physikalische Kenntnisse mitbringen, aber auch ein gesundes räumliches Denkvermögen sowie gute Kommunikation, um Projekte auch optimal mit den Kollegen zu realisieren. Ja, dem ist eigentlich nicht mehr anzufügen. Gibt es einen speziellen Abschluss oder einen speziellen Notendurchschnitt, den man braucht, um in die Ausbildung zu starten, oder gibt es da keine Voraussetzungen? Ja, die Voraussetzungen wären ein guter Realschulabschluss. Mhm. Ja, das ist so das Minimum. Das heißt, guter Realschulabschluss, 2,5er Schnitt, sowas in der Richtung? Ja. Ausbildungsdauer ist? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre, kann man das verkürzen? Ja, auf 3 Jahre kann man verkürzen. Was sind da für die Voraussetzungen für diese Verkürzung? Also ein Zeugnisdurchschnitt, der besser als 2,5 sein sollte. Okay, und dann muss die Firma einwilligen und dann kannst du im Prinzip die Prüfung vorziehen und ja, den Abschluss früher realisieren, ja? Ja, genau. Okay, super. Kommen wir zu den Inhalten der Ausbildung, also was ihr quasi tagtäglich macht, was ihr am Ende der Ausbildung drauf haben wollt. Ich würde anfangen und sagt euch doch einfach mal die Abteilung, die man durchläuft bei unserem Haus als technischer Systemplaner. Ja, also man durchläuft einmal die Rutschenabteilung, einmal die Wasser- und Trockenrutschen und dann nochmal die Fahrgeschäfte. Unterscheiden sich die beiden Abteilungen in dem, was ihr macht, oder wie kann man sich das vorstellen? Im Groben nicht, aber halt die Produkte, an denen man dran sitzt. Okay, also das Einzige, das Programm bleibt das gleiche, die Tätigkeit bleibt das gleiche, nur das Produkt eben, was man dann konstruiert, ändert sich, ja? Genau. So. Ihr habt beide schon in beide Abteilungen reinschnuppern können? Was ist eure Lieblingsabteilung, wenn ich das fragen darf? Also ich kann nicht wirklich sagen, dass ich eine Lieblingsabteilung habe, weil ich in die Wasserrutschenabteilung bzw. auch Trockenrutschenabteilung erst seit 3 Wochen ungefähr reingeschnuppert habe. Deshalb kann ich aktuell nur die Fahrgeschäfte favorisieren. Bei mir sind es die Fahrgeschäfte, ja. Okay, und dann stelle ich mal die Frage so, was macht euch am meisten Spaß an der Arbeit? Was erfüllt euch? Ja, also am meisten Spaß macht mir dann am Ende zu sehen, wenn das Projekt durch ist und man die Kunden dann sieht, wie sie die Rodelbahn zum Beispiel runterrodeln und Spaß dabei haben. Okay. Das ist so gesehen schöne Entlohnung. Also ich kann mich beim Tobias eigentlich nur anschließen und ich würde noch hinzufügen, dass Umsetzen der Idee des Kunden in der 3D-Dimension ist auch eine Sache, die mir extrem viel Spaß macht. Nun ist es so, dass ihr habt gesagt, ihr zeichnet im Programm, speziellen Programm 2D, 3D-Programme. Ich stelle mir das vor, wenn man dann reinkommt, vor allem im ersten Ausbildungsjahr muss man sich da wahrscheinlich erst reinfinden mit den ganzen Funktionen, dem ganzen Programmaufbau. Habt ihr da eine direkte Bezugsperson, die ihr zu allen Fragen kurz kontaktieren könnt, oder wie sieht das bei euch aus? Klar haben wir da eine Bezugsperson, hauptsächlich unseren Ausbilder, Jens Pfeffermann. Und wenn er mal keine Zeit hat, kann ich den Tobias fragen, der jetzt im zweiten Lehrjahr ist, der mir auch unter anderem helfen kann. Oder halt anderweitige Personen, die im Büro arbeiten. Zur Ausbildung gehört natürlich in Deutschland durch das duale Bildungssystem auf der einen Seite der Betrieb, die Firma, ja, das, die Praxis. Auf der anderen Seite die Theorie in der Schule, Berufsschule, die man natürlich auch absolvieren muss, wenn man eine Ausbildung durchläuft. Deswegen die Frage an euch, wo geht ihr zur Berufsschule und wie heißt die? Also ich gehe zu der Berufsschule in Fulda, genau, die Ferdinand-Braun-Schule. Und Schultage habe ich jede Woche Donnerstag und alle 2 Wochen
freitags. Genau, das ist so im ersten Lehrjahr. Und dann ab dem zweiten Lehrjahr, da geht es dann nach Bebra, in die berufsbildenden Schulen Bebra. Und ja, da hat man dann alle 2 bis 3 Wochen Blockunterricht, also für eine Woche dann Schule. Wie kann ich mir das vorstellen, die Berufsschule? Was haben wir, werden da für Inhalte vermittelt? Wie sehen die Fächer aus oder ja? Ja, auf der einen Seite gibt es halt so die Standardfächer wie Deutsch, Englisch. Und auf der anderen Seite sind es dann so berufsbildende Fächer. Also die sind dann speziell auf den Beruf abgeschnitten. Und da gibt es dann zum Beispiel so ein Fach, das sich mit Schweißen auseinandersetzt. Und da tut man dann auch mal was Praktisches in der Schule machen. Das heißt, man schweißt dann auch mal in der Schule. Okay, also keine reine Theorie, sondern Praxiselemente sind da auch drin? Genau. Mhm. Ja, super, hört sich echt toll an. Aber bevor man natürlich in die Berufsschule gehen kann, muss man dann natürlich auch erstmal eine Bewerbung abgeschickt haben und einen Ausbildungsplatz haben natürlich. Dann kommen wir zum nächsten Punkt der Bewerbung. Wie ist der Ablauf der Bewerbung bei euch speziell gelaufen? Vielleicht fängst du an, Tobi. Ja, also bei mir ist es so gelaufen, dass ich schon vorher ein Praktikum hier in der Firma gemacht hatte. Und dann, als die Bewerbungsphase losging, habe ich mich so gesehen an dieses Praktikum zurückerinnert und habe mir gedacht, ja, ich bewerbe mich. Mhm. Und wurde dann so gesehen angenommen, habe einen Einstellungstest, ein Vorstellungsgespräch gehabt. Mhm. Genau. Okay, im Vorstellungsgespräch geht an euch beide die Frage, wie habt ihr das empfunden oder wie war das für euch? War das das erste Gespräch, was ihr jemals hattet? Oder wenn man lernt ja in der Schule, versucht man zu lernen oder sich darauf vorzubereiten. Haben die Vorbereitungen gefruchtet, sage ich mal, und haben die geholfen, dann auch in der Praxis das Bewerbungsgespräch zu überstehen? Also bei mir hatten die Vorbereitungen aus der Schule schon was geholfen. Mhm. Das nimmt so ein bisschen die Angst davor, beziehungsweise was man nicht weiß, was da kommt. Ja. Also das weiß man dann schon ein bisschen. Mhm. Und dadurch, dass ich halt schon dieses Praktikum hinter mir hatte, wusste ich schon zum Beispiel, wer die Person ist, mit der ich gegenüber sitze. Mhm. Beziehungsweise waren ja 2 Personen. Mhm. Einmal der Ausbilder und einer aus der Geschäftsleitung. Mhm. Genau. Das heißt, das hat schon ein bisschen die Nervosität rausgenommen, aber die Schule bereitet einen da auch schon ganz gut drauf vor. Also ich kann mich eigentlich nur anschließen. Die Sachen, die man in der Schule bezüglich Bewerbung und Bewerbungsgespräch gemacht hat, habe ich immer so ein bisschen als Warm-up gesehen. Man hat sich halt darauf vorbereitet, aber man kann es halt nicht hundertprozentig sagen, weil jede Firma ist unterschiedlich, jeder will was unterschiedlich von einem wissen. Aber an sich hilft es auf jeden Fall, ja. Habt ihr auch Infos bekommen, wie das mit den Übernahmechancen bei uns in der Firma gehandhabt wird? Ist ja die Übernahme fast schon sicher? Muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Wie ist das bei uns in der Firma? Also sicher ist die Übernahme nicht, aber es gibt große Chancen, übergenommen zu werden, wenn man gute Leistungen bringt, natürlich auch eine gute Abschlussprüfung schreibt. Dann kann man auf jeden Fall übernommen werden und im Bewerbungsgespräch bekommt man auch gesagt, dass die Firma halt nicht ausbildet, um die ausgebildeten Azubis dann an andere Firmen weiterzugeben, sondern nur für die Firma ausbildet. Ja, so bilden wir quasi für unseren eigenen Bedarf aus, ja, weil unsere Produkte auch ziemlich speziell sind. Gut, macht Sinn auf jeden Fall und hört sich auch gut an. Wie ist es aber mit Fortbildungsmöglichkeiten bzw. Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Firma? Habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt, Tobi, du? Ja, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt und es bietet sich viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Techniker, den man machen kann. Und wenn man diese Karte zieht bzw. das machen möchte, dann steht die Firma auch hinter einem und hilft einem dabei. Du hattest vorhin angesprochen, Tobias, Praktikum, das Thema Praktikum. Hast gesagt, du hast vorher ein Praktikum gemacht. Würdest du sowas tendenziell auch anderen Leuten empfehlen, die vor der Ausbildung stehen, um sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen? Also das Praktikum würde ich jedem empfehlen, der vielleicht noch nicht weiß, was er genau machen möchte oder der schon weiß, was er genau machen möchte und sich die Firmen dann so gesehen angucken möchte. Also die helfen einem schon, das Richtige zu finden. Hm. Wie siehst du das, William? Ja, also Praktikums sind auf jeden Fall sehr hilfreich, um herauszufinden, was man auch wirklich machen will. Genauso wie zum Beispiel Berufsbildungsmessen. Weil ich denke, es ist essentiell, vor allem für das ganze Leben, dass man halt einen Beruf findet, der einen auch übergreifend von der Ausbildung hin bis zum Arbeitsende halt wirklich Spaß macht. Weil mit Spaß arbeitet sich bedenklich leichter. Ja. Dann würde ich jetzt zu ein paar persönlichen Fragen kommen, ja, die direkt an euch gerichtet sind, sich direkt auf eure Sachen beziehen. Und zwar die erste Frage wäre,
warum die Firma Wiegand? Warum ausgerechnet die Firma Wiegand? Was war, sag ich mal, der Ausschlagspunkt, warum ihr gesagt habt, ja, das ist die richtige Firma für mich? Also ich bin ja über Facebook auf die Firma Wiegand aufmerksam geworden. Und wenn man halt denkt, das könnte was sein und die Firma könnte auch für einen was sein, beginnt man halt ein bisschen im Internet zu suchen, ob man was darüber rausfindet. Und ich hatte jetzt das Glück, dass einige Bekannte hier auch schon arbeiten. Und da konnte ich mir natürlich auch schon einiges erzählen lassen, wie das Betriebsklima ist und wie hier allgemein die Stimmung in der Firma ist. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, mich hier zu bewerben und wurde, wie man sieht, angenommen. Tobi, wie war es bei dir? Ja, bei mir war es halt so durch dieses Praktika, was ich schon gemacht habe. Und zwar bin ich auch zu dem Praktikum gekommen, in dem bei uns in der Schule eine Bildungsmesse war. Und da habe ich auch den Herr Semmelroth kennengelernt. Und genau so hat sich das alles eingefädelt. Und ja, nach dem Praktikum, das war für mich super aufklärend. Ich hatte super Erfahrungen gemacht und habe ich das dann die Chance ergriffen. Ja, super. Auf jeden Fall, so Bildungsmessen sind immer sehr, sehr wichtig. Vor allem vor der Ausbildung kann man sich sehr viele Firmen angucken und sich das Passende für sich natürlich auch raussuchen. William, du hattest vorhin schon mal angesprochen, das Betriebsklima, du hast mitgekriegt, dass das sehr gut war. Tobi, wie siehst du das? Ist das Betriebsklima für dich auch sehr gut oder macht das Spaß zu arbeiten? Das macht super viel Spaß zu arbeiten. Du kannst so gesehen jeden fragen, wenn du Hilfe brauchst. Es ist mal ein kleiner Spaß, ein Gag mit dabei. Also super Betriebsklima. Das hört sich echt super an, wenn ihr Spaß an der Arbeit habt. Wenn ihr gerne zur Arbeit kommt, sage ich jetzt mal. Dementsprechend würde ich jetzt die Frage stellen, wollt ihr bei Wiegand bleiben nach der Ausbildung? Ist das euer Ziel oder wie sieht es bei euch aus? Ja, definitiv. Auch, also wollt ihr beide bei der Firma Wiegand bleiben? Das freut mich natürlich zu hören. Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen, Tipps für werdende Azubis, die ihr gerne gehabt hättet, bevor ihr euch beworben habt, die ihr dem Azubi vielleicht, oder werdendem Azubi vielleicht auf den Weg geben könnt? Ja, also zum einen ist es schon mal, dass man solche Chancen von Praktikum ergreifen sollte, weil wenn man dann erst merkt, dass der Beruf vielleicht doch nichts für einen ist, ist das blöd, weil wenn man morgens aufsteht und sich denkt, ah, nicht schon wieder an die Arbeit, beziehungsweise wann ist die Woche endlich rum, dann macht das alles keinen Spaß. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ja, wie gesagt, ich würde halt auch die Bildungsmessen, wie ich eben schon gesagt habe, sehr empfehlen, weil da kann man sich meistens im größeren Spektrum über Berufe informieren und nicht nur jetzt zum Beispiel über den technischen Systemplaner. Okay. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, kommen wir zur Zusammenfassung vom Beruf. Technischer Systemplaner, ja. Ausbildungsdauer 3,5 Jahre, hat man gesagt. Könnte man verkürzen um ein halbes Jahr, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Das heißt, gutes Zeugnis, gute Leistung. Ihr geht zur Berufsschule in erstes Lehrjahr, geht nach? Ferdinand Braun in Fulda. Und das ab dem zweiten dann? Nach Bebra. Nach Bebra. Ihr habt beide Spaß im Beruf. Euch macht das sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Und ja, das war eigentlich schon die ganze Zusammenfassung. Ja, schön, dass ihr da wart, uns eure Erfahrungen mitgeben konntet. Und ich hoffe auch, du als Zuschauer hast dir ein, zwei Tipps mitnehmen können, hast eventuell den richtigen Ausbildungsberuf gefunden, vielleicht auch den richtigen Ausbildungsbetrieb. In dem Fall würden wir uns natürlich über eine Bewerbung von dir freuen. An der Stelle würde ich mich jetzt verabschieden mit unseren beiden Azubis. Und genau, dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag und mach's gut.